Verloren gewesen. Sehr gut. Jetzt geht es mir schon viel besser. Wir müssen weiter, ins Landesinnere. Ich bin für Abenteuer nicht geschaffen. Die Gegend ist zu gefährlich für mich. In diesem verlassenen Haus bin ich in Sicherheit. Ich denke, es ist besser, wenn ich hier bleibe. Mann, halt die Ohren. Ich komme wieder und hol dich hier raus. Pass auf dich auf. Du weißt nicht, was dich noch auf dieser Insel erwartet. Der Weg dort nach Norden scheint weiter ins Innere der Insel zu führen. Irgendwo da oben wirst du hoffentlich jemanden finden, der noch lebt. So, damit haben wir Kapitel 1, die verbotene Insel. So. Den lassen wir jetzt hier. Ich weiß ja nicht, ob das so sicher ist, wenn sie hier in der Gegend rumsitzt, aber sie will es nicht anders. Energie haben wir auch ein bisschen aufgeladen. Waffe werden wir mal gleich rausnehmen. Ah ne, wieder rein damit, weil wir müssen was mitnehmen. Na gut. So. Hier ist nichts. Also haben wir ein Bild. Sowas kann man ja nicht zerstören im Spiel. Hier oben sollte jetzt eigentlich die sein. Dann gehe ich jetzt mal aus. Oh, hier ist auch schon was zu mitnehmen. So, aha, so ein Kackvogel ist da. Hm. Ja, jetzt haben wir ein Schild, das sieht ein bisschen schlecht aus, Alter. Ja, dann ist in dem Spiel auch schnell mal gestorben. Also wenn wir lieber mal vorsichtshalber zwischenspeichern und noch die Aufnahme anhalten. Ich weiß nicht, ob da noch was später kommt. Einfach ein bisschen dünnchen. Na dann wieder. So, ah, da sind sie schon so ein Druidenschirling. Also was richtig Gutes. Und den werden wir auch gleich vernaschen und haben dann 94. Gut. So. So, ach, hier haben wir noch eins. Eine Reiselust. Und zwar habe ich die eigentlich normalerweise immer verputzt, aber das geht wohl nicht auszumachen hier. Das, ich will mir das nochmal überlegen, weil aus der Reiselust kann man letztendlich auch einen Trank brauen, der hier Erfahrungspunkte, weißt, was haben wir hier? Da einen hier den Erfahrungspunkte gibt. Wenn man jetzt so wegputzt, kriegt man 10 Erfahrung. Wenn man dann einen Trank draus braut, kriegt man wohl 50 Erfahrung oder auch so was. Ach, das müssen wir noch durch den Kopf gehen lassen. Ich lasse die erstmal drin. Wir kriegen genug Erfahrungspunkte zum Schlachten irgendwelcher Viecher jetzt hier im Moment. So. Das sind jetzt schon etwas heftigere Gegner eigentlich hier. Also zumindest im weiteren Spielverlauf dann, die sind richtig nervig. Ich überlege gerade, ja, ich kann mal zwischenspeichern. Besser ist. Ah.
so, genau, war ich jetzt zu schnell hier. War ich jetzt zu schnell für euch? Was haben wir gekriegt hier? Und zwar Flügelstaub haben wir gekriegt. Also beim Ausnehmen. So, ich habe eben gerade noch eine Pflanze gesehen, also ein Grünblatt. Ach, die Geräusche sind richtig bösartig, gell? Da kackt man sich fast in die Hose hier, vor Angst. Aber alles noch halb zu wild. So, da hinten noch mal zwei von den Grabmutten. Wie gesagt, dass die jetzt noch so verhältnismäßig allein auftauchen. Na komm, danach kommt doch alle Bäder. Scheiße. Ich hab gedacht. Erledigt. So, jetzt beim Flügelstaub. Ich weiß nicht, ist hier hinten noch was gewesen? Ach, hier haben wir Gold, ja, schön. Da steht gerade noch ein Rezept über 8-fache magische Heilung. Naja, diese Schriftrollen für magische Heilung, die brauchen wir wohl etwas zu dringend wie ein drittes Nasenloch. Zu der Stärke haben es also viel. So, was haben wir hier noch rumliegen? Noch ein Grünblatt. Hier liegen wir vielleicht jetzt nicht mehr. So. Was haben wir hier diese Bilder so? Naja, ich weiß nicht, das war ein Trainingsdungeon. Okay, also damit wir mal so kennenlernen, was da auf ein. Oh, da war noch ein Stacheltier. Das töte ich erst noch. Komm her, Digga. Komm her. Am Brot. So. Du bist mein Abendbrot. Ich esse im Abendbrot. So, war da noch was? Ich glaube nicht. Nope. Da ist nichts mehr. So, hier geht noch der Weg weiter, aber wir wollen ja erstmal hier in diesen Trainingsdungeon. Ich kann euch aber jetzt auch gar nicht genau sagen, was uns da drin erwartet. Das habe ich auch irgendwie vergessen. Was ja auch dem Spiel nicht abträglich ist, wenn ich auch mal ein bisschen überrascht werde. So, speichern. Weil ich will Pferde kurz sehen. So. Nee, ach, das war. Was ist denn das hier? Nö, das ist Dreck. Ach ja, das war hier. Fallgrube. Da fällt man dann irgendwie so bösartigerweise da unten rein. Und was hören wir? Grabmotten. Einer oder mehrere? Gute Frage. So, normalerweise brauche ich nicht und mache ich es auch eigentlich nicht gerne, aber so mal, damit man den Effekt sieht, mal ein bisschen die Fackel anmachen. Also ich finde dieses Fackelschein eigentlich eher verwirrend hier. Da platzt einen da laufend von, man übersieht das Zeug hier, also eigentlich überhaupt nicht mein Ding. Okay. So. Wir kommen eh noch nicht rein, aber wir sehen schon hier dieses Flattervieh hier drinnen, weil du weißt schon, was einem blüht. So, da könnte ich eigentlich mit der Fackel auch gleichzeitig Zeug aufheben. Ich habe mal probiert. Ja gut, das macht er. So, ja, dann haut er es auch jedes Mal weg, wenn man was aufheben will. Es sieht grafisch wirklich absolut geil gemacht. Okay, also da gibt es überhaupt nichts. Aber wie gesagt, ich bin halt kein Fackelfan. Und erst recht nicht, wenn sie so ein vom Gesicht rumflattern. Man übersieht ja wirklich alles, gell? Inklusive der bösartigen Fallgruben, die hier so rum sind. Also weg damit. So, nochmal hier nur ein bisschen. Ach nee, ich muss hier ausmachen. Wegmachen hier. Ausmachen. So, hier ist der Flattermann drin. Ein bisschen dran gehen, gehe das Ding nochmal aus.
Wo ist er? So. Das ist jetzt schon nicht mehr eine. Das ist jetzt schon richtig eine Grabmatte. Also die ist jetzt schon ein bisschen heftiger. Ach ne, wobei geht eigentlich das, gell? Ach ne, wie sind die anderen? Ach, da gibt es noch andere. Die sehen ähnlich aus, sind aber bei Weitem gefährlicher. So, schauen wir mal in die Truhe rein. So, ein bisschen Kleinkram. Also jetzt nichts, was einen aus dem Sessel reißt. Hier haben wir mal ein bisschen Dingstrank, wo wir schon den großen haben, also Mana-Trank, auch die 50er. Ein bisschen Wasser und natürlich wieder meine Fackel, die wir. Ich verkoste eigentlich regelmäßig. So, an die Hebel gezogen. Und jetzt geht wunderschön unser Tor hier alles, herrlich. Oh, jetzt wackeln wir über Fußboden hier. Weiber ist hier nichts zu holen. So. Naja, wie gesagt, ein bisschen in Trainingsdungeon. Okay, damit man mal so ungefähr sich grafisch vorstellen kann, was auf einem im weiteren Spielverlauf zukommt. Gibt noch mehr von den Dingern, die da so in der Busch da rumstehen. So, aber ich glaube jetzt, die Waffe brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Wir gehen jetzt am Dings. Ich habe euch deswegen noch keine Karte gezeigt, weil wir haben noch keine. Wir bekommen die Karte erst später. Also nicht allzu spät, aber in naher Zukunft würde ich sagen. Und dann kann man auch mal bestimmen, die Position bestimmen. Warte mal, hier irgendwo, was brauche ich? War noch einer zwischendrin? Ja. Ach, hier drin war ein Wildschwein. Ist gefährlich. Die ist gefährlich. Ja, ein bisschen aus, dann kann man noch. Da hinten steht, seht ihr es hier hinten? Der Grunzer. Da steht er, der Grunzer. Das sind mit der bösartigsten Viecher. So, wir müssen noch kurz aus dem Weg gehen. Dass wir ein bisschen sich umgeschaut haben hier. Da sei noch ein bisschen Reiselust. Vorsicht. Hier stehen jetzt irgendwo noch ein paar Viecher rum. So. Nicht allzu weit weg entfernt. Ich entferne mich jetzt nicht allzu weit weg vom Haus hier. Weil man sieht ihn ja schon hier hinten in der Ecke stehen, das ist unser Ansprechpartner, unser Nächster. So, wir haben natürlich erstmal auf jeden Fall hier ein bisschen die Energie auffüllen. Unser heiß geliebtes Wasserfass. Mann, bist ein großer, kräftiger Bursche, schneidet das Ding aus dem Rücken. So, jetzt mal noch kurz mal hier ein bisschen rumgucken auf der Seite. Hier steht großer Sumpf auf dem Schild. Noch gut, dass man das anzeigt. Im Schritt steht hier eigentlich keine drauf. Und dann ist es auch noch auf der verkehrten Seite festgemacht, ja. Naja. Sind halt so Kleinigkeiten, die halt dann auffallen, wo man sich fragt, naja, hätten das die Programmierer nicht auch sehen können. Ah, wo wir hinten sind, wo wir stehen, da kommen wir nicht ran. Doch, kommen wir ran. So. Und damit gehen wir jetzt erstmal zu diesem Kollegen in die Hütte rein. Und da spielen die Busche, weil da wird ein bisschen labert. Halt, Börschchen. Was machst du hier? Wer bist du? Ich bin der mit dem Schwert. Du bist der, der antwortet, klar? Also, was willst du hier?